Zentrum Oxford. Ja. Die Ladezeit ist etwas lange. Egal, das ist ein altes Spiel. Das ist also Oxford. Nicht schlecht. Naja. Ich muss genügend Studenten für das Experiment zusammenkriegen. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch ein bisschen umsehen. Vielleicht finde ich ja hier in Oxford irgendwas, das mit dem Daedalus-Club zu tun hat. Aha. Tja, Oxford ist sehr grau. Dann finden wir Goody. Okay. Schild mit Wappen. Telefonzellen. Main Street. Was ist denn dort? Okay, Daedalus-Club. Werden wir auch noch rausfinden, was das ist. Studentin. Möchten Sie gerne mitmachen bei einem wundervollen Experiment mit Dr. Styles? Hallo? Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Hinlegen und entspannen und dafür auch noch bezahlt werden. Falls du Lust auf den Job hast, kann ich dich gleich in die Liste eintragen. Dr. Styles, bist du wahnsinnig? Okay. Hey, du da. Ja, ich meine dich. Hey, du hast einen Zettel verloren. Was? Schau mal. Falls du heute Abend noch nichts vorhast, kannst du dir mit diesem Job 15 Pfund pro Stunde dazu verdienen. Jeder Student ist doch knapp bei Kasse, oder? Das ist echt leicht verdientes Geld, mein Freund. Der war gut. Was meinst du? Das ist ein Witz, oder? Stichwort Styles, Experiment? Nein, Stichwort 15 Pfund. Was ist denn daran so lustig? Ah, du meinst es wirklich ernst. Wer für einen Freak arbeitet, kann nur selbst ein Freak sein. Schönen Tag noch. Na ganz toll. Scheinbar arbeite ich für Graf Dracula. Anscheinend. Hab Winnie da. Kann man nur die Alice laden. Wachhund, okay. Das sieht nicht so aus, als würde irgendjemand mitmachen wollen. The Black Wand. Okay. Gucken wir uns einfach mal um, gell? Hier ist ja jetzt nicht so viel. Hier ist auch kein Student. Cool, ein Zauberladen. Ist ja was für dich. Geh doch mal rein. Aha, Houdinis Porträt. Was? Houdini. Sieht aber nicht wie Harry Houdini aus. Okay. You must be 21. So etwas sollte man vorsichtig angehen. Erstmal sehen, was der Ladenbesitzer dazu sagt. So etwas sollte man... Okay. Was haben wir hier? Waren. Mit festes Wasser wird fest von dem Seil. Hilferuf, Krachmacher. Laurischer... Ich kann sie so gut erkennen, was da steht. Augenfarbenmaske. Telefonspion. Besondere Kartendeck. Besonderes Kartendeck. Kleiner Magnet. Ewige Geldkasten. Hautkleber. Was auch immer da steht. Okay. Augenfarbenmaske. Das ist das Symbol des Daedalus-Clubs. Aha. Ob das wohl weise ist? Hallo. Das ist doch ein Rätselautomat vom Daedalus-Club, oder? Ist es das? Wirklich mysteriös. Woher kam der jetzt?
Hä? Ah, Gott! Ich dachte gerade, der Schatten hier, das ist Sams Kopf. Ich so, what the fuck ist das? Kann ich Ihnen helfen, junge Frau? Ich hoffe doch. Ja, Das ist ein Rätselautomat vom Daedalus Club, richtig? Ich habe das Symbol erkannt. Ach ja? Was könnte schon eine Amerikanerin wie Sie über den Daedalus Club wissen? Ich bin schon fast 2 Jahre in Europa und kenne auf dem Kontinent viele Straßenzauberer. Ah, das habe ich mir gleich gedacht, als ich Sie gesehen habe. Schauen Sie genau hin. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Okay. Sehr gut, meine Liebe. Mein Name lautet Mephistopheles. Und wie heißen Sie? Samantha Everett. Sam. Aber mein Künstlername ist Lady Byron. Nein, noch nie gehört. Nun ja, ich bin noch nicht lange in England. Okay, nur mal also wegen des Daedalus Clubs. Ich weiß, dass Sie in London einen Dinnerclub haben. Sind Sie auch hier in Oxford? Gehört Ihnen vielleicht sogar dieser Laden? Wie zur Zeit der Römer sind wir hier nur so etwas wie ein kleiner Außenposten und haben mit der Sache selbst nicht viel zu tun. Ich habe gehört, dass Sie öffentliche Spiele, Rätsel und Schnitzeljagden veranstalten. Gehört dieser Rätselautomat auch dazu? Vielleicht stellen Sie ja solche Dinger gerne an geeigneten Plätzen auf. Vielleicht. Vielleicht, okay. Sie sind bestimmt neugierig und wollen wissen, was ich über den Daedalus Club weiß. Ich kann's gar nicht mehr erwarten. Sie wollen doch einen alten Mann nicht zappen lassen, oder etwa doch? Letzten Sommer habe ich in Rom mit dem großen Scarpelli zusammengearbeitet. Er hat mir viel erzählt. Der große Scarpelli? Rote Haare und Knoblauchfahne? Der alte Gauner, der am liebsten Tricks mit Hühnern vorführt? Ja, das ist er. Er hat wirklich Talent. Oh, das weiß ich. Er hat gesagt, dass der Daedalus Club der geheimste Club für Magier und Illusionisten auf der ganzen Welt ist. Alle großen Meister sollen dort Mitglied sein. Ach, wirklich? Und welche exklusiven Informationen hat er noch preisgegeben? Wer dem Club beitreten will, muss eine meisterhafte Inszenierung, wie eine überzeugende öffentliche Täuschung oder einen legendären Trick durchziehen. Er selbst arbeitet schon seit Jahren daran, hat sie aber noch nicht perfektioniert. Ach, das kommt leider nicht selten vor. Aber Hauptsache, man hat mal angefangen, nicht wahr, Miss Everett? Und eine passende Gelegenheit könnte dieser Rätselautomat sein. Da haben Sie wohl recht. Danke. Dann gehen wir zum Rätselautomat. Die 21 kenne ich gerade. 21. Das war's. Okay. 21. Okay. Das ist das Symbol des Daedalus Clubs. Das ist ein Rätsel des Daedalus Clubs. Mein erstes. Aha. Der Lohn des Verräters. 5 Goldstücke im Herzen der Gelehrten. Von Feuer, Wasser, Erde, Wind und das 5. wartet am Ende, wo die Seelen auf ihren Schiff betreffen. Das ist ein Rätsel des... Zusammen weisen sie auf den Ort, gibt dort den Namen desjenigen ein, der seinen Seelen für 3 Silberlinge verkauft. 5 Goldstücke im Herzen der Gelehrten, hoch über hoch, finde den Ort der Aussicht. Okay. Hab's gelöst. In dem Rätsel geht es unter anderem um das Herz der Gelehrten. Ist das eine bestimmte Gegend in Oxford? Ich kenne mich hier in der Stadt nicht aus. Ich vermute, damit ist das Herz der Universität gemeint, also die Gegend, in der Sie gerade sind. Aber mit meiner Hilfe dürfen Sie nicht rechnen. Aus mir kriegen Sie nichts raus. Wenn ich Ihnen helfe, woher wollen Sie dann wissen, ob Sie des Spiels überhaupt würdig sind? Und das Spiel Ihrer? Das kriege ich schon alleine hin. Nichts für ungut. Was passiert, wenn ich das Spiel gewinne? Was passiert? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich soll gewinnen. Okay. Dann gehen wir einfach mal raus und suchen einen hohen Ort. Irgendwo hoch müssen wir. Tower Street. Okay.
sind hier. St. Edmund Hall, das sind wir. Also hat sie ja gesagt. Jedes College hat sein eigenes Wappen. Wirklich stilvoll. Die Queen Street und die High Street. In dem Rätsel steht hoch über hoch und über der Queen thronend. Vielleicht ist die Stelle, die ich suche, irgendwo hier in der Nähe. Der Carfax Tower ist hoch über der High Street und thront über der Queen Street. Ganz schön clever. Ich meine, das ist der einzige Ort, das nach oben geht.